Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Da haben sich schon wieder einige ganz schön angepisst, dass ich mal wieder Raiden war, aber ich möchte auch PvP spielen und ich finde es gemein, dass ihr von mir denkt, dass ich der Einzige bin. Wow, wow, wow. Hallo. Ein Teddybär! Oh, ist sie süß! Aber der kann einmal den hier machen. Wusch. Tätzchenattacke! Also Tätzchenattacke, Knabberküsschen und aufstellen. Den Zirkusbär. Und Level up. Level up. Du süß sein, okay. Was soll ich sagen? Süß. Ich habe gerade was gehört, ein Piepsen. Das war meine Uhr. Okay. Was soll ich mal sagen? Ich finde es gemein, dass ihr mich nicht auch PvP spielen lässt und sofort jeden Raid sofort als das Unfaires ansieht. Guck mal. Mein Tribes. Mein Tribe sind drei. Ich habe nicht die größten Tribe, den stärksten Tribe auf dem Server. Ja gut, vielleicht den stärksten. Oh, der ist schnell, und ja, der ist schnell, der Bär übertreibt. Wir müssen den und, Bär mal... Und ja, der ist natürlich auch so groß und so stark, weil ich den sogenannten YouTuber-Status habe. Oder Vorteil, aber... Der Sinn dahinter, hinter der Allianz war natürlich nicht, dass wir... hier eine Vorherrschaftsstellung haben wollten, sondern tatsächlich dafür eigentlich, um Crusader zu raiden. Was letztendlich zufällig passiert ist und ich wurde dafür gar nicht gebraucht, einfach noch irgendwann mich dazugesellt und mitgemacht. Und von Schwarze Kätzchen haben wir gedacht, dass sie bei Crusader in der Allianz sind und wir wollten natürlich deren Allianz schon zeigen, guckt mal, wir sind eben auch nicht alleine und haben die mal weggehauen. Und eigentlich war es echt so, es heißt ja immer, wir sind so eine extreme Überzahl. Aber ich weiß, Schüsch hat gerade 12 Member, von denen 4 wirklich aktiv was machen und ich glaube, viel mehr von denen war aber im Raid gestern nicht dabei. Hat irgendwas auf mich geschossen? Und von Digimon waren auch nur 2 Leute. Und dann noch Lukas und ich. Wir waren zu 8 bei dem Raid. Gut, gegen Schwarze Kätzchen vielleicht zu 2 oder zu 3 auf dem Server schien es natürlich übertrieben zu sein und auch unfair. Aber ganz ehrlich, es ist ein PvP-Server und wer damit nicht klarkommt, der soll PvE spielen gehen. Ich habe diesen Server hier PvP gestartet, weil ich auch PvP spielen wollte und ich möchte mich nicht deswegen beleidigen lassen, weil ich den Content spielen möchte. Ich habe gesagt, ich mache keine Allianz, weil es ist unfair, sonst jammern wieder Leute rum. Und ich habe eine Allianz gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin zu krass in der Unterzahl. Ich kann einfach mich dagegen nicht wirklich wehren, wenn größere Mengen auf mich zukommen. Wenn Allianzen auf mich zukommen, weil dann ist es wiederum unfair. Aber das interessiert natürlich wieder keinen. Dann mache ich eine Allianz, um mir halt diesen Nachteil wieder zu entfernen. Schon bin ich der unfaire, böse Mensch. Leute, es gehört zum Spiel. Es ist Teil davon, es darf benutzt werden, jeder darf es benutzen. Jeder Tribe darf sich ja mit jeder anderen Tribe eine Allianz bilden und jeden raiden und so platt machen, wie er möchte. Ich persönlich finde es nicht gut, wenn man Leute komplett platt basht. Ja, okay, einmal ist okay, aber dann wieder und wieder und wieder und wieder und gezielt immer diesen Tribe klein hält. Sowas, davon bin ich kein Freund. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen sofort zu PvP nein sage. Der Server ist PvP und er bleibt PvP. Und wenn ich PvP spielen möchte... Dann schalte ich einfach in Zukunft die Kommentare ab. Ich habe diese Scheiße nämlich echt leid, ganz ehrlich. Immer bin ich hier der böse Buhmann. Immer auf dem Peteranodon. Das ist, ist schon so eine Sache, die finde ich ein bisschen echt gemein. Ich will zeigen, wie schnell der ist. Der ist schneller als ein Rhino. Komm einfach mal mit. Nimm am besten einen Rhino und wir probieren das gleich mal sogar aus. Also, meine Meinung zu dem Thema, also, es ist wirklich der kleinere Teil, ne? Der Großteil, der freut sich ja, wenn ich mal wieder ein bisschen PvP mache. Aber ich find's trotzdem irgendwie, die Minderheit ist wieder extrem am rumragen deswegen. Und ich sehe das ja auch. Einer von den Ketzern wieder so ein Wall of Text geschickt, wie gemein ihr das ja findet. Und ganz ehrlich, wer ist das da oben? Ah, okay, das ist ein Schisch. Und okay. Ich finde das einfach extrem mies und, boah, ist ja schnell. Dass ich da wieder beleidigt werde deswegen, weil... der übertreibt richtig, der Bär, ne? Yo. Richtiger Sturmsoldat. Yo. Der hat auch, die Stamina ist nicht mal leer, ne? Die hat noch ganz viel Stamina. Ui. Also ihr seht schon, geil. Der Bär ist wirklich toll. Oh, der kleine Marksman hat natürlich gerade wieder ein bisschen den Content vorweggenommen, aber wir tamen heute trotzdem einen Bär. Aber vorher müssen wir uns um ein paar andere Dinge kümmern. Ich habe jetzt gesagt, was ich sagen wollte zum Thema PvP und wie er dann wieder einige wieder am Rumbeleidigen sind deswegen. Was ich ziemlich scheiße finde. Dann habe ich eine Kiste aufgestellt. Der baut ihm gerade Minigun-Turret.
Und, naja, ich finde es schon ziemlich mies von euch, wenn ihr mich deswegen niedermacht. Ihr könnt auch in euch einen Vorteil erarbeiten. Das ist jedem in seinem Interesse. Und wenn ich halt der Meinung bin, ich möchte nicht mit 2 gegen 3 Tribes kämpfen, also mit 2 Spielern gegen 3 Tribes, dann muss halt eben auch eine Allianz bilden. Und wenn sich jemand unfair behandelt fühlt, tja, kann ich leider auch nichts gegen machen. Ist eben so. Ich habe schon überlegt, ich mache den Server offline, neuen Server. Oder der nächste Server, der wird dann ganz einfach per Bewerbungsverfahren aufgenommen. Weil ich finde, dass wo halt nur Leute kommen, die ganz genau wissen, wissentlich, das stört zum Glück gar nicht, die noch wirklich genau wissen, was auf sie zukommen kann. Natürlich nutze ich diesen YouTuber-Status aus, um Leute auf meinen Server zu bekommen, aber ich will niemanden anlocken, die Platz zu machen, das ist wichtig. Ich habe diesen Server mit der Idee gemacht, mit der Community zusammen zu spielen. Wenn sich da wieder Community wieder unfair behandelt deswegen führt, dann tut mir leid. Spiel was anderes. Keine Ahnung. Spiel PvE-Server. Der Server ist freiwillig. Hier muss niemand mitspielen. Ich finde es schön, wenn ihr mitspielt. Und ich freue mich auch darüber, wenn der Server voll ist. Aber ich finde es halt blöd, wenn ich dann halt wieder der Blöde sein muss. Weil es dann zum kleinen Raid oder so ein bisschen PvP kommt. Und das macht mich dann traurig, dass ich dann denke, ich fühl mich da echt ein bisschen verarscht. So, jetzt habe ich wieder 6 Minuten gequatscht über Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Aber ich wollte euch was zeigen. Etwas, wofür ich jetzt mal ein bisschen farmen muss. Weil bevor wir den Bären töten, ich meine, guckt euch mal dieses Gewehr hier an, was ich habe. Ihr merkt schon, ich rede schon wieder viel zu schnell. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich bin ein bisschen genervt deswegen. Aber eigentlich sollte das nicht sein. Eigentlich sollte mir das egal sein. Ich weiß, ja, Marvin liegt da. Ich habe jetzt dieses Gewehr hier mit 169% Damage. Das haben wir. Hab ich schon. Hast du schon? Okay. Aber der Lukas hat letztens was gefunden, was ich noch nicht gebaut habe. Und zwar. Ein Blueprint. Nein. 193,5. Kostet aber auch 871 Metall. Wir müssen farmen gehen. Außerdem, Blueprints. Du hast schon Sattel gecraftet, ne? Du brauchst keinen Sattel lernen, ich crafte den. Der kostet 100 Cementing Pace. Ja, ich hab schon gemacht. So. Jetzt den kann man im Inventar craften. Okay, außerdem gibt es was Neues. Und zwar den Alchemy Table. Jo, dann hau da rein. Das war nicht gewollt. Ich habe hier hinten jetzt einen extra Fabrikator, damit wir irgendwelche Leute, damit die nicht in unsere Base reinlaufen müssen. Hier irgendwie so okay, Kiste da. Und Fabrikator hingestellt. Und nichts drin. Ach, Chemistry Bench, nicht Alchemy, sondern Chemietisch. Ja, der kostet aber verdammt viel. Was wollen wir? Mortar, Pistol, ja, den wollen wir machen. Vielleicht nicht heute, aber zumindest. Ich kann mal vorlesen, wie der kostet. Den habe ich hier noch offen. Nein, den. Ja, ich mach das doch. Mach doch keine Sorgen. Ich will das ja selber zeigen können. Darum mach dir darum keine Gedanken. Ich crafte das schon. Und jetzt. Die Leute sind immer so unglaublich hilfsbereit. Das ist schrecklich. Man fühlt sich immer so, als würden wir die Leute ausnutzen. Ne, Praktikant? Mach dich mal nützlich, ey. Der hat gerade ein. Ey! Scheiße. Ja, der Praktikant, der ist immer so ein Roomragen. Wo baut man denn eigentlich einen Praktikant mit einem fetten Schild. Ich sag nur, du kriegst mein Schild nicht kaputt. Ja, willst du drauf ankommen lassen? Ja? Warte, drauf ankommen lassen? Aua, du machst mir ja gar keinen Schaden, Mann. Mann, ey, du bist gemein. Strukturen. Oh, ich will nicht auf dich schießen, ne? Ich weiß nicht, Crafting. Was da passiert. Ja. Kann ich einen Schuss auf dich schießen? Nein, bitte nicht, meine Rüstung ist schon voll im Arsch. Ich muss dafür auch noch fahren, weil diese scheiße Scanned-Flag-Längen so extrem viel verbraucht. Metall. Du hast meiner Rüstung, meinem Schild, gar keinen Schaden gemacht. Wie vielen Schüssen? Ein Magazin? 3 oder so. 3 Schüssen, ja gut. Es war ja auch von ganz nah, ne, mit der Shotgun. Ich hab einen Leck. Ah, da geht's doch. Strukturen. Crafting. 250 Metall, 250 Zement, 250 Kristalle. Ich habe hier eben ein bisschen was an Electronics und Polymer abgegriffen. Oh, so, Marvin wir kommt sind. Also Electronics können wir auf jeden Fall bauen. Nur Polymer wird knapp. Ich glaube, das machen wir morgen, damit ich das vorbereiten. Und damit soll man mehr Cementing Paste aus Chitin und so rausholen können. Kristall habe ich ja gestern ein bisschen was abgeballert bei den Kätzchen. Ja, ich denke, das ist machbar. Warum liegen eigentlich die ganzen Blueprints in Viper drin? Polymer wird eklig. Weil der Lukas hat die da alle reingetan von den schwarzen Kästchen. Kästchen, Kätzchen. Was macht der Marvin hier? Das hatte ich gar nichts. Ich sitze nicht mal kurz in die Aufnahme. Channel switched.
Ich vergesse was immer. Ist blöd, wenn dann Leute reinkommen, dann reinbrüllen, das ist doof. Nicht stören. Ja. War doch mal einmal so vom Freund von Marvin, der dann alle... Ja, ey, dieser Junge, ey. Okay, ich sehe schon. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Metall holen gehen, oder haben wir was auf petto? Keine Ahnung. Nee, wie haben viel wir gar Metall nix. Brauchst du? Über 800, ich muss mal... ja. Gut, Warte, ich kann mal gucken, vielleicht... Ich gehe ein bisschen Material farmen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir auf Bärenjagd gehen mit unserer neuen tollen Bärenflinte. Bis gleich. So, mittlerweile müsste ich genug Metall zusammengeschmolzen haben. Als ich eben raus weg war, waren es 600. Ich schätze mal, die 800 haben wir jetzt geschafft. Ja, ansonsten haben wir alles da. Ja, guck mal. Genau perfekt. Die Menge ist perfekt. So. Oh, ich freue mich auf das Gewehr. Das ist, oh, Craft Item. Boah, wie viel Metall das Ding einfach verschlingt. Das ist der Wahnsinn. ich glaube, ich pack das hier mal wieder hier rein, damit das nicht ausgeht. ...193%. Oh, ich bin schon ganz feucht in der Hose, wenn ich das sehe. ja. geil. Oh, Mann, ey. Ey. Ich hab doch da gerade... Ach so, klar, zählt natürlich nicht. Jetzt haben wir das richtige Gewehr. Der Marksman hat schon 120er Bär gefunden. Ohne Witz, der war kurz suchen. Der hat heute auch schon 120er Tyrannodon gefunden. Das ist, der Typ ist so ein Lacker. Ich glaube, ich muss mir von dem mal seine Tab-Leiste mal anschauen. Seine Konsolenleiste, ob der gecheatet hat, der Junge. Und den Tavian mit unserem kleinen Bärenkiller. So eine Bärentüte. Oh yeah. Deierbär. Ich glaube, ich werde dann nach dem Betäuben den erstmal die Kibbel machen. Der frisst übrigens Kano-Kibbel. Ich glaube nicht, dass wir noch welche da haben. Ich habe die mal in weiser Voraussicht gemacht, falls wir uns mal wieder Wölfe tamen möchten. Aber... Ne? Okay, jetzt mal kommt eine geile Schnitte. Win-Ad, Aufnahme, erst danach. Jo. Sollte in der... Taming-Box sein. Alter. Was ist ein Monster? Schon ein paar Betäubungsfälle. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel AP die haben. Kann der Seilchen gleich versehentlich umbringen. Wäre nicht so toll. Ich hoffe, der hat mir ein paar Pfeile gelassen. Sonst komme ich hier gleich echt in die Bedrulle. Ammo. Der kleine Drecksjunge. Ja, ich betäub den mal kurz. Haben wir einen Knüppel da? Nein. Das ist schlecht. Hat er mal noch Sniper-Munition da? Oder mach ich einfach kurz neue? Metall sollten wir... Oh. Okay, da ist noch ein bisschen was. Hat der Junge gar nicht dran gedacht. Müssen wir warten, ist gerade auf K. Mal gucken, wenn er wieder da ist. Dann sollte es eigentlich schon gehen, ne? Da ist noch 6 Metall. 4 Metall. Oh, ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube, der braucht 3 Metall, oder? Oder 1 Metall. Bin mir gerade nicht so sicher. Ja, wir können gerade mal 7 Stück machen. Das ist ja gar nichts. Ist ja ein Witz. Ich weiß mitnehmen sollen von der Bank oben, ne? Scheiße, 13 Stück reichen, 13 Stück. Wir haben ein ziemlich starkes Gewehr. Ich weiß nicht, wie viel Schuss der gebraucht hat. Wenn wir Glück haben, finden wir noch irgendwo ein paar Metallstückchen. Warte mal, was? Wo holen die das immer her? Warum erzählen die anderen davon nichts? Warum packen die das nicht in den Tresor? Soll das ein Witz? Ach, er hat das sogar erwähnt. Genau, ich hab voll vergessen. Ne? Weißt du? Und die fliegen hier einfach rum. Ist doch viel zu wertvoll. Ammo. Nur 6? Und dann brauchen doch 2 Metall. Shit. Guck gleich mal, ich weiß ja, wo der ist, gerade der Marksman. Ob der mir jetzt sogar nicht das einfach lässt. Aber warte, Blueprints. Das da rein. Soll er nicht wegkommen, ne?
Ich hab was zum Betäuben. Ich hab eine Gasgranate, da kann ich den Marksman betäuben. Ich guck gleich mal in meinen Schrank rein, ob ich da nicht vielleicht noch irgendwo Betäubungsfalle dran habe. Waffen? Ammo? Ja, guck mal. Eine Gasgranate. Hallo. Ich glaube eigentlich, wir haben keine Betäubungspfeile mehr irgendwo anders gelagert. Nope. Haben die anderen was? Nope. Ist da was drin? Auch nicht. Hat der was? Nö. Mann, ey. Geier. Weißt du, geht der AFK? Denk nicht mal dran, dass ich keine Pfeile habe. Steht da hinten. Dann drücke ich jetzt so ein Ding rein, dass er umkippt. Guck mal, ob der die einfach in seinem Vogel reingetan hat. Das ist ja natürlich praktisch. Und, jawohl, übertreib's doch einfach. Wolltest du dir denn aufstellen? Wahrscheinlich wieder auf irgendeinen Quetzel, ne? Warte mal. Das ist gar nicht der. Ah, das ist also vom Lukas, der wollte... Ja, kannst dich nicht verstecken, Junge. Hast du irgendwas? Auch nicht. Ich hoffe, der nimmt das nicht übel. Muss kurz warten. Weißt du, ich muss zu solchen Mitteln greifen, um mir bloß ein paar Pfeile zu holen, die er nicht zurückgegeben hat. So unnötig. Junge, da, gib mir das. So. Oh Mann, ey. Ich will mich... Ey, Mann. Das ist auch voll unnötig. So, es ist starke Gewehr, ne? Ja. Sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der braucht, um wieder aufzuwachen. Ja, ey, genau hier. Vermutlich ist die Markierung einfach dafür, dass es hier richtig zur Tamingbox geht. Muss ich mal sagen, mach hier auf. Ja, guck mal, ist perfekt. Mein Freund. Ja, tut weh, ne? So ein 190%iges Gewehr. In den Hintern. Das ist Level 120, der große, ne? Da, der darauf reagiert. Also dieses, der macht... Dann reagiert der auf jeden Fall da drauf. Ich muss aufpassen, ne? Das Ding ist vielleicht sogar zu stark. Aua. Er blutet noch gar nicht. Ja, ist ja gut. Pelztierchen, ey. Ladehemmungen. Hemmungen. War ich ja ganz trockene Lippen. Fällt mir gerade die Aussprache ein bisschen schwieriger. Ja, wie viel frisst der? Guck mal, mein linker Arm ist verbuggt, mein rechter auch, wegen dem hohen Feel of View. Dann halt mal einen in den Hals. Warte, up. Juckt den alles nicht. Was verträgt der Junge hier? Aua, der muss viel getan haben. Der ging direkt, Ach, guck mal, er flieht schon. Das heißt... Der flieht nicht, der nimmt Anlauf. Oh Gott. Sag mir bitte, das ist nur ein... Na, der blutet schon, ne? Oder sind das nur die Pfeile? Lass mal ein bisschen zurückrudern. Bisschen vorsichtiger werden. Oh oh. Ich glaube, die Headshots waren gefährlich. Der steigt hier noch. Ich habe ja. Da. Perfekt. War aber nicht mehr viel Leben. Platten der. viel Schaden reingedrückt. Wie schnell sinkt das? Das ist relativ schnell, ja. Gut, dann werde ich mal. Ups. Jetzt habt ihr gerade meinen Cheats gesehen. Ich habe vorhin ein bisschen Cheat Ghost benutzt, um zu gucken, was in den gelben Airdrops drin war. Ich habe das nicht genommen. So einer bin ich nicht. Aber ich bin schon neugierig, ne? Ich muss so machen. Jetzt geht das drauf. So. Am besten. Hallo, wieso macht das nicht drauf, ha? Huh? Geht doch.
unnötig umständlich gemacht, ne? Also der ist, soweit ich weiß, steht im Ark-Wiki, da steht Omnivore, das heißt eigentlich alles frisst, also Pflanzen und Fleisch. Bevorzugen tut der Kibbel, und zwar die vom Karno. Und zwar gucken wir mal nach, ob wir es haben, an, ob das schon Eier widerlegen. Und ich weiß gar nicht, was für Fleisch man braucht, um die zu machen. Ich werde gleich einfach mal alles, was da ist, in den Topf reinschmeißen, inklusive die Karno-Eier, die da jetzt nicht liegen. Na toll. Habt ihr eigentlich... Ja, das sind die drei Weibchen, die wir so umsortiert. Guck mal, unser Brotkasten, seht ihr den? Dieses riesen Ding hier. Gucken wir uns gleich mal von innen an. Das ist wirklich gigantisch geworden, so richtig... Weißt du, wenn das unsere Base ist, ist das Ding einfach so. Das ist auf, auf einer Ranghöhe mit der Vulkanbase von der gigantischen Art her. Guck mal. Seht ihr das, wie riesig das Ding einfach von hier aus wirkt? Das ist schon krass, ne? Und das hat er, Marvin und der Lukas haben das zusammen gebaut. Also den Grundstein haben die gelegt, als uns Crusader geradet hat. Jetzt sind seitdem... Ja, es war Sonntag oder Samstag. Jetzt haben wir Donnerstag. Also recht schnell eigentlich, ne? Es soll so eine Garage werden für die guten Tiere. Und vielleicht, weil sie sehr hoch ist, kann man da oben entweder eine zweite Etage für Tiere reinpacken oder einfach sagen, ja komm, haben wir uns mal nicht so und hauen dann da einfach noch ein bisschen Base rein. So, was haben wir denn da? Ich mal guckt Meat mit, weil ich ja nicht sicher sein kann. Ich weiß, ich gucke jetzt gar nicht nach. Ich zeige euch jetzt, wie ich Kibbel mache, wenn ich nicht nachgucke. Ich nehme einfach Major Berries, Fiber, alles an Gemüse, was da ist und alles an Fleisch, was da ist. Kombiniert mit den richtigen Eiern gibt das mit Sicherheit das Richtige. Da könnte ich aber sicher sein. So, WB. Bin wieder da. Du hast mir vergessen, die Pfeile zu geben. Ich musste dich betäuben mit einer Gasgranate. Das sah super aus. Dankeschön. Ja, ich hätte nur die Betäubungspfeile weggenommen, weil keine mehr da waren. Ich kein Metall da hatte, um neu zu machen. Guck mal bitte nach dem Bären, ja. Der schläft schon. Ich mach gerade die Kibbel. Ja, die ist ja so süß. 120. Ja. Ich hab den fast gekillt, ich hab voll Angst bekommen, weil das scheiß Gewehr so stark ist. Der war schon voller Blut und ich bin vorsichtig geworden. Der hat 300 Leben nur noch. Ich weiß. Die haben auch voll wenig Leben. Ja, die haben 1200 Leben und 800.000. Die haben 8000 Torpor einfach. 8000 Torpor? Bisschen viel, ja. Oder? Ja, bisschen übertrieben. Zum Glück habe ich ja 82 Narkotik, ne? Denke mal mit. Und mein Tankschild und meine Shotgun und alles und. Hatte ich ihn jetzt. Ich habe den 192er Prozent draufgeschossen. Was ist das Wort? 100? 193,5. Das ist schon ein richtiges Monster, das Gerät. Oh, wir haben. Oh, oh. Doch, wir haben da Meat Jerky, Prime Meat Jerky. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Dillo. Hast du keine Kano-Kibbel? Fertige? Ich guck gerade nach. Ich glaube nicht, weil wir haben ja die Kano-Farm. Erst vor kurzem gemacht und noch gar keine Eier draus gemacht. Gar keine fertigen Kibbel draus gemacht. Nee, ist nichts da. Nimmst du gerade auf, ja, ne? Ja. Ist ja schlimm. Ja, okay. Wir brauchen ein neues Prime Meat Jerky, fällt mir gerade auf. Der braucht Kano. Kano, Kano. Raptor. Ich kann mir mit Prime Meat sehen. Also, wir können 24 Stücke mal machen. Ja, klar, wir können mit Prime Meat fertig machen, aber. So 120 den hätte ich schon ganz gerne so perfekt wie nur möglich. Ich habe natürlich mal wieder das Benzin vergessen, weil ich daran denke, dass ein fucking Kochtopf mit Benzin läuft. Naja, wir sind hier noch in der Arkzeit. Also hier, schon relativ spät. Hier gibt es alles, hier gibt es einfach alles außer Elektroherde. Ja. Es ist nicht deine Schuld. Du musst nicht so reagieren, okay? Also auf jeden Fall irgendwas Richtiges drin, ne? Der Quetzel braucht was zu essen. Der Quetzel, okay. Warte mal. Jetzt, nein, ich glaube, in XD ist noch ein bisschen Fleisch drin. Warte mal, ich gucke mal in den Kühlschrank rein, statt den Kochtopf. XD. Ja. Der wacht relativ schnell auf, XD. Ne? Oh, ich hab so. Ja, ja, ich bin ja Wache. Ich habe ja sogar Narkotik. Ach so, okay, ja, aber ich habe auch schon welche geholt, so 500 Stück, weil der relativ schnell wach wird. Ah. Er hat wirklich 8000 Torpor, ist schon echt viel auf 1200 HP. Wahrscheinlich kommt wieder ein Fix. Ja, der Saber-Tuf hat ja auch viel, viel mehr Torpor als HP. Ja, okay. Das liegt bestimmt an den Kano-Eiern. Wie bitte? Wäre so geil, wenn meine Schusswaffe unten
Und ein Schild in der Hand halten könnte. Ja, ne? Das wäre cool. So Rainbow Six Style. Da kann man aber eine Pistole nur tragen. Kann ja, man keine weiß, Pistole so eine tragen? Schusswaffe. Und halt ein Schild. Kann man keine eine Pistole tragen? Nee, kann man nicht, wenn man ein Schild in der Hand hat. Wäre ja, wahrscheinlich zu stark. Also, du kannst ja kann du kannst ja trotzdem ein Schwert tragen oder ein Speer. Nur ein Schwert und eine Keule. Ja, halt eine Nahkampfwaffe. Eine Nahkampfwaffe. Speere gehen nicht. Ach ja, genau, da braucht zwei Hände für ein Speer. Okay. Ist irgendwie dumm. Naja, ist ja. Wir sind doch ziemlich übertrieben stark, wenn man irgendwie eine starke Waffe zum starken Schild hat. Wegnehmen. Ja, ja, kein, genau. Ja. Und man hat einfach weiter ins Fadenkreuz. Macht so, man sich Laserpointer Bärchen, 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 Bärchen. Ich pack mal die hier alle da rein. Nee, das nicht, das nicht, das. So, und? Nom, zwei. Zwei Kieblätter gefressen. Das geht relativ zügig, ja. So viel braucht er gar nicht. Okay. Der hat nur einen Kibbel gefressen. Das waren zwei Kibbel. Ja, zwei? Das waren zwei, okay. Ja. Gut, wir sehen uns wieder, wenn er getamed ist. Bis gleich. So, der Bär wurde getamed. Ich hätte gerne das Aufstehen noch mitgefilmt. Habe ich sogar auch irgendwie. Aber leider habe ich ganz gerne zwischen den Katzen ein bisschen Ruhe. Die hatte ich nicht. Darum bleiben wir in dem Bild hier. Das ist der Dire Bear. Sein Dossier. Und wir nennen ihn Umi. Das sind die ersten drei Buchstaben, die ein Wort oder einen Namen bilden, die ich jemals in der Grundschule gelernt habe. Der kleine Bär Umi war eine Handpuppe und hatte sogar sein eigenes Lied. Das ist jetzt irgendwie peinlich. Umi heiß, ich bin ein Bär, komm mal aus dem Wald daher, schleich mich in die Schule rein, möchte gerne klüger sein, taps, 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 brumm, 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 Bärenkinder sind nicht dumm. Je. Hat das irgendjemand gehört? Hast du das gehört? Ich muss dich jetzt leider umbringen. Ah. Wo ist die Schlappe? Umis Schlappe. Weißt du? Lese-Rechtschreibschwäche kann man therapieren lassen, ne? Das ist kein Witz. Das kann man echt therapieren lassen. Naja. Ich komm nicht mehr rein. Ja, sorry. Komm her, Umi. Du musst doch in die Schule gehen. Auf mich zu folgen. Ich geh mal. Hast du Quetzel dabei? Nein. Okay. Ich habe auch kein Flugtier. Ich geh mal. Ach, den habe ich gar nicht zurückgebracht, oder? Ich habe mir einfach Kim genommen und tja. Wir haben eh noch 120 plus, die kannst du auch noch benutzen. Brauchst du einen Sattel machen? Ja, ich brauche einen Sattel. Gib mir mal lieber, weißt du, die 100 Cementing Paste, die ich jetzt bräuchte für den Chemietisch, die sind jetzt im Sattel drin. Ich nehme mal lieber den Sattel von dem anderen Bär, auf den kleinen, jetzt wurde es hingestellt. Weil ich will jetzt keinen neuen Sattel dafür haben, weil ich brauche wirklich das Cementing Paste für den Chemietisch. Den schaue ich aber beim nächsten Mal an, weil die Zeit bleibt leider dafür aus. Wo ist denn der andere Bär? Ich sehe nichts, es ist Nacht. Warum ist es immer Nacht, wenn ich irgendwas aufnehmen möchte? Ich mache die Nacht wieder kürzer, ey, ganz ehrlich. Wo hast du denn mir hingestellt? Warte, ich muss auch selber erstmal reinkommen. Den Bären. Wir stellen erstmal. Gar keine Fackel aktiv gerade. Da ist eine Fackel. Bringt irgendwie gar nichts. Ah, doch, irgendwie schon. Ich stell den erstmal hier. Irgendwie schon. So. Umi, lass es dir da gut gehen. Wo ist ein Sattel? Da wo Busch, ist. Wuschel, cool. Wo ist denn der Wuschel? Da! Wuschel. Wuschel, Puschel. Da ist Kuschel, Puschel. Aber hier ist noch ein Ei vom Quetzel. Das wird hier kurz ausprobiert. Es ist doof wegen der Nacht, ne? Oh, schnell weg, ihr müsst den Sattel klauen. Wirklich doof wegen der Nacht. Was gehe ich denn?
Wenn einer sagt, ich nicht, kann ich leider nicht auf Tag stellen. Kurz warten. Okay. Wir Marvin jetzt online. Okay. Dann darf ich jetzt Tag cheaten. Cheat, set time of day. Woo! Gott sprach, es werde Licht. Und ließ mich einfach mal einen Cheat eingeben. Mann, immer muss man die Arbeit der Götter erledigen. Oh Gott. Sind doch die Götter-Squad. Nein, wir sind aber keine Götter. Wir sind bloß Squad. Das Squad der Götter. Das wird ganz, ganz viel Zeug, das ich nicht brauche. Wait. Der kann aber gut viel tragen, ne? 1920 hat der an HP bekommen. Der hat über 1000 Weight, das ist richtig genial, ey. Das neue hier. Also warum ist es Tag gecheatet? Nicht um den Vorteil zu verschaffen, sondern ich möchte natürlich ganz gerne in der Aufnahme, dass man was sieht, wenn ich jetzt damit Gas gebe. Das geht nicht, wenn es Nacht ist. Ich habe keinen Lust zu warten, weil ich habe noch andere Sachen zu tun. Und ja. Das brauche ich noch. Komm her, Umi. Der hat aber keine Geschwindigkeitsanzeige, ne, wie das Nashorn. Nee, der wird einfach noch eine Zeit schneller. Okay. Das Nashorn wird ja auch einfach dabei stärker. Ja, du kommst hier nicht raus. Du bleibst. Oh, tschüss. So, er wird schneller, sagen sie. Warte, ich muss mal ganz kurz das nachgucken. Wow. Wow. Njung. Ja gut, boah, soll ich noch einen zweiten Sattel machen oder nicht? Weil ich habe 120 Pace gefunden. Nee. Cementing Pace wird benötigt für Chemietisch. Wird einmal geklappt. Okay. Der wird echt schnell. Ja, wisst ihr was, ein Chemietisch? Dann gucken wir uns trotzdem nochmal an. Du hast aber nicht das Cementing Pace aus dem Fabricator genommen, oder? Nein. Okay. Kannst du das bitte in den Fabricator reinlegen? Für den Chemietisch? Und vielleicht mit den Steinen und den Chitin noch ein bisschen was machen, dann gehe ich kurz Metall holen. Ja. Boah, das ist aber echt cool, der Bär. Der hat ein paar Moves drauf. Der kann... Der, mit C kannst du... Liebesküsschen machen. Männchen machen. Rechtsklick macht der Tatzenhieb. Ich glaube, der eine Angriff, der macht 60 Schaden. Der andere macht 100 Schaden. Jedenfalls stand es so im Wiki. Der stand 60, 100. Ich weiß aber nicht, welcher Schlag davon der stärkere ist. Ich brauche mal ein Scheiße, geht nicht. Ich brauche ein Testsubjekt. Eins, wo man die HP sehen kann. Haben wir aber nicht. Verdammt. Tja, und natürlich. Alter. Durch Stein holen. Ich muss warten, bis Tag ist. Wenn Tag ist, mach ich einen Screenshot damit. Das sieht nämlich echt genial aus. Gut. Du musst warten, bis es Tag ist. Bis der Regen aufhört. Ich finde ihn gerade unpraktisch. Regnet? Ja, es regnet. Und ich hab Schluck auf. Geil. Verdammt! Mann. Gut, ich gehe kurz Metall besorgen und die restlichen Materialien gucken uns mal einen Chemietisch an. Bis gleich. So, ich habe ja gesagt, ich mache den noch. Das ist der Chemistry Bench. Place materials in this to transmute chemical substance with extreme efficiency. Soll heißen, es ist eigentlich nichts anderes als ein besserer Mörtel und Pestel. Frisst aber enorm viel Materialien. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Um mehr Cementing Paste zu bekommen und natürlich auch um mehr Gunpowder zu bekommen, was natürlich dringend gebraucht wird. So, den kann man ausmachen. Und ich guck mal, erstmal wie groß der ist. Dann guck ich mal, ob ich die Mörder wegschmeiße. Und ja, das war auf jeden Fall die richtige Taste. Lukas ist eben dazu gestoßen. So, das war groß. Ja, die machen wir weg. Marksman, hilfst du mir bitte kurz? Natürlich nicht, der ist gerade wie AFK. Naja, okay. Muss über reingucken. Demolish. Egal, wenn da was drin ist, wir können ja noch reingucken, also kein Problem, ne? Was ist denn? Die Mörtel mit Pestel hier kaputt machen. Die werden ausgetauscht. Das war noch ein bisschen was drin. Weißt du, wie groß das Ding ist? Da noch Gunpowder. Ja, hab gerade nachgeguckt. Das ist. Habt ihr schon neue Mushrooms besorgt? Nein, können wir gleich machen. So. Da haben wir ganz viel Gunpowder drin, ne? Hilfe. So. Kurz warten, bis es da kaputt geht oder verschwindet.
Und so. Geh doch kurz weg, Maxmann. Ich. Bist du überladen? Ich hab ein 100er Stack Stein drin und noch anderes Zeug. Oh, hier. Okay. Bis auf das Stein. Oder nee, irgendwie. Stein braucht man gleich für Zeug. Ja, ich würde ganz. Was ist das hier? Ey, wieso kann ich das hier nicht ordentlich setzen? So. Ach, was ist das denn für ein Scheiß? Ich kann irgendwie nichts mehr aus der Third-Person-Position setzen. Hä? Wo snappt der? Ach, wieso snappt der denn oben? Ich verstehe das nicht. Okay, dann halt das so. Nee, nee. Das Problem ist, ich will ihn halt nicht in die Wand reinbauen. Geh da. Lukas. Ja. Geh da bitte kurz weg. Danke. Wo bist du denn eigentlich, Lukas? Weiß nicht, ich renn draußen eigentlich umher. Ja. So. Kriegst du jetzt Schaden? Aua, ja. Ja, es ist tatsächlich einfach nur ein Mörderpestel, aber mit extrem vielen Slots. Das ist voll genial. Boah, das sieht richtig geil aus, ne? Pack mal in Verbindung zum Generator, ne? Ja? Ja, hat. Oh, Tatsache. Da, nee, das ist kein Kabel. Hä? Ach, da oben. Es braucht Elektrizität, okay. Ja, pack was mal. Was macht das? Das ist einfach ein verbesserter Mörderpestel. Ich pack mal so viel Chitin, Keratin rein, wie ich kriegen kann. Ich kann jetzt endlich weitermachen, was ich vorhatte. Marksman, verschwinde. Marksman? Hau da mal bitte so viele Steine rein, wie es geht. Ich muss noch Steine holen. Okay. Haben wir nicht gerade noch welche? Es heißt ja, dass das Ding halt eine höhere Effizienz hat. Das heißt, es braucht weniger Material und kann mehr herstellen. Das ist schon ziemlich genial. Oh, Crusader kriegt einen neuen Spieler, ne? Ja? Ja, ist hier der Emil Animal Guy. Oh je, der Ärmste. Er will da rein. Der hat gerade Sommer gefragt, ob er rein darf. Hä? Wollen die jetzt okay. Endlich verarschen oder braucht man. Okay. Warte. Warte mal. 16 Chitin Keratin und 32 Steine. Ich guck mal kurz, wie viel dabei rauskommt. Ich muss es man anmachen. Man muss den antören. Okay, ich stell mal kurz einen her. Mal gucken, wie viel rauskommt. 6. Das ist so viel besser? Wie viel kriegen wir sonst raus? Nein, normalerweise ist auf 4 Chitin Keratin. Nee, 8 Chitin Keratin, 8 Stein, 4 Steine. Einer. Ist besser, ne, eigentlich. Vom Verhältnis. Ja, 16, er macht einfach 6. Ja, der macht einfach. Wie viele? 6 auf einmal. Kann ich jetzt was craft all, das gibt bloß. Ah, wir haben zu wenig Stone drin, ne? Wir müssen Stone farmen. Mhm. Das war nochmal gut. Wir brauchen auch noch Flint. Können wir Flint. Mit dem Dings los? Ja, wir können mit Dodikerus Stein farmen und mit wie heißt der Scheiße? Ankylo. Ankylo Flint farmen und Stein auch. Und mit Teilen können wir gleich nochmal hochfliegen, da können wir da ja, das gibt jetzt auch ein neues Tier, ne? Okay, was? 18? Gibt zwei neue Tiere. Ja, ich weiß, die ja. Sind Bär und noch was. Ein Rochen. Der Rochen. Kann aus dem Wasser rausspringen. Ja. Das ist auf jeden Fall extrem viel. Also es ist deutlich mehr als vorher. Das lohnt sich richtig. Auch Gunpowder technisch, ne? Ja, ja. Also dann. Gut, Marksman, nimm du dein Quetzel oh, mit. Oh, nice. Bargo nimmt the bad. Warte. Wo ist der Dödi? Ich guck mal gerade hier Gunpowder und so, wie viel das Ahnung, bringt. Das warte. Ist ja genial einfach. Also, ich fahr mit dem Regierer Stein, okay? Ich glatt die Steine okay, reichen. Hätten wir dich jetzt. Oh, jetzt reden wir alle durcheinander. 8 Flint, 4 Stein. Wie viel kommt bei raus? Bei einem? 62, 14, ja. Das lohnt sich auch richtig. Okay, Gunpowder. Der braucht 4 zu 4. Okay, mach einen. Kommen 6 raus. Oh, wir haben einfach mal eine Gunpowder-Maschine. Ja, das ist viel. Aus wie viel kommt da raus? Hab ich drauf geachtet. 4 waren das. Hey! Hey. Nee, warte, es kamen, glaube ich, immer 2 mehr bei raus. Ne? 6, genau, 6 kamen raus. Bei 4 kommen 6 raus. Gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Und wenn die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr. Und Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn wir den Rochen tamen. Glaube ich. Bis dahin, mach's gut. Ciao.